So, hallo, wir sind hier am Stand von HK Audio auf dem Lamm 2016. Ich bin hier mit dem Dirk von HK Audio. Hallo. Dirk spricht Deutsch, bin ich sehr froh drüber. Ja. Schon so viel übersetzt heute auf Englisch. Und er erklärt uns sein neues System hier, das ist die Lucas Nano 608i. Dirk, genau, das ist das neueste Modell der Lucas Nano-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Genau wie der Lucas 600, gleiches Chassis, gleicher Sound. Das heißt, wir haben Top-Teile, die haben jeweils einen 4,5 Zöller drin und einen 1 Zöller oben drüber. Der Bass hat einen 10 Zöller drin, die Leistung ist 300 Watt für den Bass, das Top-Teil hat je 80 Watt. Anschluss ist sehr einfach, wir haben zum Beispiel hier eine signalführende Stange, das heißt kein Kabel, kein Speaker oder so, einfach hier draufschrauben, Höhe einstellen, losrocken. Ja, cool. Das System kann entweder als Mono-Setup oder als Stereo-Setup gehandelt werden, ich kann das Top-Teil abnehmen, nebendran stecken. Ja? Sehr, sehr einfach aufzubauen. Gut, kommen wir so ein bisschen zur Hardware. Wir machen jetzt hier die Quick and Dirty Version. Kameramann bitte folgen. Tonmann bitte nachrücken. Alles ein bisschen improvisiert hier. So, wir schauen uns jetzt erstmal die Hardware an. Einschalten, Master Level hochdrehen, so weit, dass der Pegel gut stimmt. Und dann kann man erstmal den Bass dazu regeln, ne? Damit der Gesamtsound ungefähr stimmt. Das ist halt so die Quick and Dirty Version. Dann geht es darum, was schließe ich an? Es geht jetzt hier ja um DJ-Anwendungen. Da würde ich vielleicht empfehlen, den Kanal 5, 6 zu nehmen. Man geht da rein, steuert den hier aus. Der ist immer Line-Level schon voreingestellt. Here we go. Hat man noch Bluetooth-Zuspieler? Okay, kann man zum Beispiel an Kanal 7, 8 einstellen. Ist möglich. Die ersten vier Kanäle sind Monokanäle. Da kann man zum Beispiel Mikrofone anschließen, wenn man jetzt eine Moderation machen will. Man ist auf einer Hochzeit, spielt da, der Brautvater will was sagen, hat noch eine Sängerin, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall vier Inputs da. Zwei davon können auch Phantomspeisung kriegen, ist man also sehr flexibel. Das Tolle an dem System ist, da wir Bluetooth benutzen, haben wir uns gleich eine App dazu gebastelt, die kommuniziert über Bluetooth und gibt uns auch viele optische Rückmeldungen. Wir sind jetzt hier in der Hauptseite der App, das ist die Mixer-Page. Wir sehen jetzt hier den Kanal 5.6, können den unten benennen, können ihm zum Beispiel eine Farbe geben, dass man den später schneller findet. Wir haben den Mute-Button hier zum Beispiel. Die ersten drei Kanäle sind jetzt für Mikrofone eingestellt. Wenn ich was ändere vom Input, sieht man direkt an der App, wie der Eingangskanal-Wahlschalter mitwechselt. Ne? Also es gibt immer eine Rückmeldung, was passiert. Okay, die zweite Seite, die man hat an der App, ist die Master-Page. Hier hat man einen 7-Band-Grafik-EQ, um die Summe ein bisschen einzustellen. Wenn man jetzt ein bisschen viel Brummen hat, kann man die 250 Hertz rausnehmen zum Beispiel. Kann über die App auch den Sublevel modifizieren. Man muss also nicht mehr zum Gerät rennen und es nachregeln, wenn man abends merkt, ich brauche mehr Bums. Man kann es direkt... Auch beim Soundcheck ist das total super, weil du natürlich kannst die App praktisch eben wirklich auf die Tanzfläche stellen. Du schnappst dir die da App. Und von da aus dann die Lautsprecher einstellen. Du läufst im Raum rum. Du siehst auch hier die Verbindungsstärke über Bluetooth. Wir haben schon so eine schöne kleine Antenne eingebaut, wie man es halt vom Cellphone her kennt. Ne? Und da sieht man auch immer, wie weit man sich wegbewegen kann. Das Schöne ist, kommt man ungefähr. Wir schicken ja keinen kontinuierlichen Datenstrom. Bei Audio-Streaming gibt es ab 10 Meter schon mal so einen Dropout oder so. Hier können wir viel weiter gehen. Immer nur in dem Moment, wo ich was mache, wird auch ein Paketchen rausgeschickt. Wir haben ausprobiert, letztens waren wir bei 40, 50 Meter ohne Probleme. Ja. Also das muss locker ausreichen. Ja, genau. Ja. Ne? Ansonsten kann man noch viel mehr machen mit dem Gerät. Wir haben Hall eingebaut. Wenn jetzt die Hochzeitssängerin noch ein bisschen Hall braucht, man hat hier Hall-Presets, die man einstellen kann, kann dann auf die Kanäle den Hall schön drauf regeln. Das gleiche kann man auch an der Hardware machen. Ja. Das heißt, hier habe ich einen Regler, wenn ich den drehe, sieht man hier auch in der App, dass der Drehregler mitfolgt. Und wenn ich an der Hardware das Hall-Preset umschalte, folgt die App auch mit. Nichtsdestotrotz kann ich an der App immer noch was anderes einschalten. Ja? Das ist auch schon die zweite Seite. Dritte Seite jetzt, wenn man durch die Kanäle steppt, bei Kanal 1, ich muss ein bisschen was EQen oder so, der Sound stimmt noch nicht vom Mikrofon, mal die Edit-Taste. Dann hat man einen 4-Band-EQ, kann also schön vielleicht ein bisschen die tiefen Mitten rausdrehen, weil die noch brummen, kann Low-Cut aktivieren, hat einen Knopfkompressor, alles schon schön voreingestellt, dass man das Signal schön verdichten kann. Ja, das kann man für jeden einzelnen der Kanäle machen, man kann auch durch die Kanäle wischen. Das iPad ist schon ein bisschen schmierig, deshalb klappt es im Moment nicht so gut, aber es ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Okay, wenn man jetzt filigraner eingreifen will in den Sound, zum Beispiel bei Kanal 5.6, wo man den DJ-Sound mitmacht, dann können wir das Setup umschalten auf den Expert-Mode, weil wir sind ja alle Experten. Ne? Und dann sieht man, wie sich der EQ ändert. Wir haben dann einen 4-Band vollparametrischen EQ, können extrem steilflankig was rein-raus drehen oder auch über die Slider regeln. Ne? Also eine sehr komfortable
Geschichte, können jedes einzelne Band aktivieren und können da schon ganz schön Pfund drauf drehen und können dann den Sound ganz toll optimieren. Mhm. Der Kompressor ist dann auch ausgefuchst da. Wir haben einen Kompressor mit vollem Parametersatz. Wir können hingehen bis zum Limiting, 20:1 die Ratio einstellen. Für die Leute, die mit dem Mikrofon sehr unerfahren sind, hat man ja oft, der hält dann das Mikro am Bauchnabel, ne, und dann denken wir, verdammt, wie kriege ich jetzt den lauter? Haben halt keine Mikrofonerfahrung, die Leute. Okay, und so kann man wunderbar seine Sachen fernsteuern. Ja, das war es eigentlich schon. Pro Kanal, volle Kontrolle, sehr easy. Und auch, wenn mal der Strom ausfällt, die beiden sind verbunden. Wenn der Wirt umsteckt, dann geht die Verbindung weg. Und ein paar Sekunden später, wenn der Strom an ist, finden die beiden sich auch wieder. Sie sind ja per Bluetooth gepairt. Ja, klar, ja. Wenn man mal nicht weiß, was mache ich gerade, drückt man auf den Info-Button und kriegt zu jedem Regler nochmal eine Info, was der denn überhaupt macht. Super. Ihr habt euch noch was einfallen lassen für den Transport, wo ich den Hochtöner praktisch verstecken kann im Gerät. Ja, das ist eine schicke Geschichte, wenn der Kameramann folgen kann. Ich klicke jetzt einfach die Top-Teile aus und nehme die und verstau die auf der Rückseite und kann die dann hier verriegeln und die Kiste mitnehmen. Ne? Also Einhandbedienung, here we go. Dann sag mal vielleicht auch noch was, wenn ich es kombinieren möchte. Das ist jetzt ja praktisch hat zwar Stereo oben als Option zum Auseinandernehmen, aber wenn ich jetzt wirklich mit zwei Subs und zwei vollwertigen Tops arbeiten möchte, wie würde ich denn das System erweitern? Also, du kannst zwei Systeme miteinander verlinken. Wir haben hier eine extra Link-In-Out-Buchse. Du brauchst ein Stereo-Klinkenkabel. Dann wäre er zum Beispiel linke Seite des Systems, der zweite wäre die rechte Seite. Und alles, was du ihm anfütterst, geht über das Linkkabel in den anderen rein. Und zwar unmittelbar vor der Endstufe. Das heißt, du machst hier lauter, wird es an dem anderen auch lauter. Ja? Aber ich muss eben nicht zwei Systeme davon kaufen, sondern ich kann dann ein einfacheres System auch aus der Lukas-Serie nehmen und die praktisch als Paar einsetzen mit einer Steuerung. Ganz genau, es kommt ja auf die Kanäle an. Also wenn der zweite nur zusätzlich laut leise machen soll, wozu dann noch einen mit den Inputs kaufen, dann reicht auch der etwas reduziertere. Ja, der klingt genauso Rock'n'Roll. Alles klar, super. Dann sag doch zum Abschluss mal was über Preis und Verfügbarkeit vielleicht. Jawohl, ich denke, Verfügbarkeit wird sein, ab Ende März werden wir ausliefern. Die App gibt es jetzt schon kostenlos im App Store. Das ist ein nettes Zubrot. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, schon runterladen, ausprobieren. Die hat volle Funktionalität, auch im Demo-Mode. Und später könnt ihr euch den Nano dazu kaufen, Bluetooth-Schalter umlegen, die beiden verbinden sich. Und das Ganze kriegt ihr für, ich glaube, 14,99 in Deutschland. Super. Alles klar. Prima, dann müssen wir mal gucken, wo unser Kameramann ist. Hier ist er. Dann sagen wir hier von der NAMMSHOW 2016, tschüss für einfach auflegen. Das waren Dirk und Andreas. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.